Kurz und knackig, Gratulation. 3:0, alles wunderbar. Aber trotzdem eine kurze Analyse, bitte. Ja, Analyse fällt kurz aus. Perfekte erste Halbzeit, nicht so gute zweite Halbzeit. Am Ende 3:0 Derby-Sieg. Und sehr, sehr viele strahlende Gesichter, sehr viele positive Emotionen, sehr viel Freude überall im Verein, bei den Fans. War einfach unglaublich, das Spiel für uns. Und ja, bin sehr froh, jetzt hier sitzen zu dürfen und da als Sieger darüber reden zu dürfen. Und deswegen kann ich es auch verkraften, dass ich jetzt zu Tor und Togo muss. Alles klar, bitte hakel das Mikrofon der jungen Dame. Kommt sofort und die Frage geht jetzt. Robert, servus. Gratuliere auch. Dieser Blitzstart, dieses Präsentsein von erster Minute an, war das ganz einfach der Auftrag, war das so geplant, war das, natürlich stellt man sich's vor, aber dass es wirklich so eintritt. Natürlich stellt man sich das so vor und wünscht sich das. Das geht nicht immer in Erfüllung, aber wir haben schon gemerkt in den ersten Minuten, dass wir Räume bekommen haben, gerade über unsere linke Seite, haben das dann gut erkannt, ausgenutzt. Ich glaube, wir hatten einen ganz guten Mix aus Selbstvertrauen, Intensität, aber auch eine gewisse Ruhe am Ball. Und die Jungs waren auf dem Punkt bereit, es war gut, es war schön anzusehen. Ja, auch Kompliment nochmal an, in dem Fall will ich mich nicht mit fremden Federn schmücken, weil die letzten Worte in der Kabine hat der Stefan Kulewitz heute gehalten. Natürlich als derjenige, der die meiste Derby-Erfahrung mit hat und viele Derbys bestritten hat und viele Derbys auch gewonnen hat, der hat die letzten Worte in der Kabine gehalten und deswegen hat er die Jungs auch nochmal richtig gepusht. Und ich glaube, das war auch nochmal ein wichtiger Aspekt, warum wir so gut rausgekommen sind aus der Kabine. Man wünscht es sich. Und diesmal ist natürlich auch der erste Ball reingegangen. Wir hatten vorher sogar noch 2-3 Chancen, aber dann mit der Situation war es dann endgültig, mit dem Tor von Matti war es dann endgültig auf unserer Seite. Dankeschön. Robert, jetzt bleiben wir klar. Natürlich schaut es jetzt hat man alles in der eigenen Hand. Also es schaut jetzt gut aus für die Meisterrunde. Das war sicher der wichtigste Schritt. Ich meine, vor Lustenau verdient auch Respekt, aber wenn man Lustenau daheim nicht schlägt, hat man es nicht verdient. Ich weiß, dass Fußball schnelllebig ist und dass man meistens auch als Trainer dann schon auf die nächste Aufgabe schaut. Aber seht es mir nach, dass mir heute Lustenau scheißegal ist. Dass es heute nur ums Derby ging oder geht immer noch und dass wir es einfach mal genießen wollen. Natürlich ist es wichtig für die Tabelle und wir haben es in der eigenen Hand, das war unser Ziel. Wir wissen aber, dass wir punkten müssen, dass dieses Jahr so viele Punkte wie noch nie geholt werden müssen wahrscheinlich. Deswegen müssen wir eh das Spiel gewinnen, unabhängig vom Ergebnis heute. Und wir werden auf keinen Fall Lustenau unterschätzen, aber seht es mir nach, dass ich aktuell noch keinen Kopf für die Tabelle habe oder für Lustenau oder wie wir es machen, sondern im Moment ist einfach, wir haben seit 8 Jahren hier in dem Stadion, seitdem es gibt, kein Derby gewonnen. Und das ist einfach pure Emotion, pure Freude bei allen und ich möchte, dass alle das genießen können im Verein, aber auch unsere Fans, alle, die uns die Daumen gedrückt haben, sollen es heute genießen und ich werde mich dem anschließen und werde wenig analysieren und werde wenig aufs nächste Spiel schauen. Das mache ich dann ab Dienstag. Morgen muss ich ausschlafen. Danke, der Bitte schließe ich mich an, dass wir jetzt wirklich nur um das heutige Derby sprechen und dann wegzischen und Rainer Portenschlager von der Krone hat sicher eine Frage zum Derby. Die letzte Rede hat der Stefan Kulewitz gehalten. Auf wessen Mist war die Idee gewachsen vor dem Freistoß zum 2:0, dass man da ein bisschen foppt mit dem Jonas Auer? Machen sich das die Spieler selber aus oder ist das schon noch einstudiert vom Trainerteam? Das war eine Co-Produktion von allen. Wir haben diese Variante immer in der Hinterhand gehabt, haben sie auch dann besprochen und der Daniel Schepper als derjenige, der verantwortlich ist als Standardtrainer, hat das dann mit aufgenommen ins Portfolio, hat das mit den Jungs besprochen. Die Jungs waren erst nicht so überzeugt von der Variante letzte Woche, wollten es eigentlich schon gegen Sturm machen, haben es dann nicht gemacht und haben es dann diese Woche gesagt, jetzt machen wir es und dann haben sie die Variante gemacht und deswegen war auch der Jubel und die Freude bei uns im Trainerteam riesengroß, dass die Variante aufgegangen ist, die wir uns vorgenommen haben. Und dann gab es auch einen Jubel von Marco Grüll, da habt ihr auch mitgemacht auf der Bank. Kann man den erklären? War nichts zum Weinen eigentlich? Ist ein Insider, will ich nicht erklären. Einfach vor dem Spiel haben wir mitbekommen, dass die Jungs sich einen bestimmten Jubel ausgemacht haben, Grüller und Burgi, für den Fall, dass sie ein Tor schießen, haben sich einen Jubel ausgemacht. Wir haben es mitbekommen und haben dann gesagt, dann schließen wir uns dem an, weil wir uns so sehr freuen und dann haben wir den Jubel mitgemacht. Aber es ist ein Insider, den wollen wir nicht preisgeben, der bleibt bei uns.
Inwieweit hat noch bei der Ansprache dann auch die Tabellensituation schon noch eine Rolle gespielt? Ich meine, es ist ja in den Spielen davor, dass du sagst, du schaust jedes Fußballspiel von Freitag 18:30 an. Es war kein einziges Ergebnis für euch davor. Wie weit hat das schon noch eine Rolle gespielt, weil es den Druck schon nochmal erhöht hat? Heute gar keine Rolle. Ich habe es gestern kurz thematisiert in der Besprechung vor dem Abschlusstraining, wo wir den Gegner analysiert haben und den Gegner nochmal explizit vorgestellt haben, habe ich schon darauf hingewiesen. Natürlich ist es Derby und es ist wichtig und wir wollen das Derby unbedingt gewinnen, aber im Endeffekt brauchen wir auch die 3 Punkte für die Tabelle. Das haben wir gestern auch klar besprochen, aber heute ging es nur reinweg ums Spiel. Es ist immer wichtig, dass du am Tag selber, am Spieltag, dich nur auf dich fokussierst, unabhängig von Ergebnissen. Du kannst es eh nicht beeinflussen mehr, wie die Gegner gespielt haben, die unmittelbar um dich herum sind. Deswegen ging es heute nur noch im Spiel, es war gar kein Thema, auch nicht in der Mannschaft, weil es völlig egal ist. Wir haben es in der eigenen Hand, jede Woche, das war wichtig, das war unser Ziel vor Weihnachten, das haben wir geschafft und wir haben es jetzt jede Woche in der eigenen Hand und haben es jetzt immer noch in der eigenen Hand und das ist alles, was zählt. Und wir müssen eh punkten, egal wie die anderen spielen. Bitte, Herr Hakel. Robert, überrascht dich, du bist ja noch nicht so lang Trainer, überrascht dich die Entwicklung? War das zu erwarten? War das Sturmspiel ja schon sehr gut, der Auftakt? Oder hast du damit gerechnet oder ist die Mannschaft vielleicht sogar ein bisschen der Zeit voraus? Von der Leistung her, vom Potenzial jetzt, nicht von der Platzierung noch? Also, brauche ich doch wieder mehr Zeit. Ja. Also, als ich hergekommen bin, hat man ja schon gesehen, was die Mannschaft kann. Und wir haben uns auch Statistiken angeguckt. Und ihr wisst alle, die Expected Goals-Statistiken, Torchancen etc. bla bla. Das ist viel erzählt und die Geschichte ist eigentlich auch auserzählt. Und trotzdem weiß man ja, was die Mannschaft in der Lage ist zu leisten. Und es geht darum, das freizulegen und auch die Jungs da zu ermutigen und bei ihnen zu sein. Und vor allen Dingen auch sie zu stärken in dem, was sie können, was sie tun. Und ich sehe, was wir jeden Tag im Training leisten können. Und vor allen Dingen, das hatte ich, glaube ich, vor dem Spiel auch schon mal thematisiert und erwähnt, dass ich sehe, dass die Jungs Lust auf diesen Weg haben und vor allen Dingen auch dabei sind, sich damit beschäftigen und intensiv darüber sprechen. Wenn ich Gespräche mitbekomme am Platz, in der Videoanalyse, aber auch jetzt während des Spiels, sogar in der Halbzeitpause, es geht immer nur um unsere Idee, wie wollen wir es machen, was können wir besser machen und das ist einfach ein schönes Gefühl für uns Trainerteam, dass die Jungs das wollen, dass die Jungs dabei sind und natürlich geben wir Inhalte rein, aber viel, viel kommt von den Jungs, einfach von ihrer individuellen Qualität, wo wir versuchen, das natürlich zu nutzen. Und dass die Jungs kicken können, dass die Jungs auch Bock haben, Tore zu schießen, wissen alle. Und das haben sie auch schon öfter gezeigt. Und jetzt trotzdem müssen wir, auch wenn es jetzt der Derby-Sieg war, müssen wir jetzt auch aufpassen, dass wir nicht alles in den Himmel loben, sondern wir haben jetzt einen Derby-Sieg geholt. Wir haben jetzt eine gute Ausgangssituation und trotzdem gibt es jetzt noch 2 schwere Spiele, die wir gewinnen wollen. Auch heute war nicht alles gut, die 2. Halbzeit war überhaupt nicht gut, da waren wir nicht zufrieden und trotzdem können wir darüber heute hinwegsehen. Wir haben immer wieder Phasen im Spiel, wo wir nicht das zeigen, was wir können und was wir wollen, aber die Phasen werden kürzer, was gut ist und grundsätzlich sehe ich, dass die Mannschaft sehr, sehr bereit ist und viel investiert und vor allen Dingen auch viel von dem umsetzt, was wir mit ihnen besprechen. Danke, dann darf ich um die letzte Frage von Alex Huber vom Kurier bitten. Die Kollegen von Habecker schalten nachher sicher die Screens auf, dass man auch Talk und Tore hier schauen kann mit Ton. Ich hätte eine Frage zur Herangehensweise. Die Spieler haben jetzt betont, dass sie von Anfang an nach einer Ansprache vom Trainerteam zu Beginn der Woche ein sehr gutes Gefühl entwickelt haben. Das war ja, glaube ich, auch das Ziel nach diesen vielen schlechten Ereignissen in den Derbys. War das irgendwie vorm Anpfiff spürbar, dass die Mannschaft wirklich an sich glaubt, dass sie auch diese Leistung von Beginn an zeigen wird können? Oder war dann doch ein bisschen eine Überraschung da über, sage ich mal, die ersten 40 Minuten? Ja, auch da wieder, du wünschst dir natürlich, dass das so läuft. Es geht auch viel um Momentum, dass wir natürlich dann in Führung gehen mit dem Tor und dann das Standard zum 2-0 machen, spielt uns komplett in die Karten. Aber man hat schon gemerkt, auch dann mit Anpfiff, dass wir gut drin sind, dass wir es unbedingt wollen, dass die Jungs auch ein gutes Gespür haben oder ein gutes Mittelmaß haben zwischen wie angespannt, erregt, emotional sind sie, aber auch wie cool und wie aufnahmefähig sind sie, beziehungsweise wie gut sind sie, da muss man immer so einen guten Mix finden. Das hat sich über die Woche ganz gut aufgebaut. Wir haben auch heute gesagt, dass wir, als wir im Hotel waren, müssen wir noch nicht bei 100% Erregung sein und Anspannung, sondern wichtig ist dann, wenn wir am Platz sind, wenn wir zum Warm-up rausgehen, dass es sich langsam aufbaut, dass wir die Energie der Kurve aufnehmen, dass wir dann mit Anpfiff da sind. Das haben die Jungs echt gut gemacht und da haben wir sie auch unterstützt und da auch nochmal Dank ans Trainerteam. Wie gesagt, Kulo mit den letzten Worten, aber auch die Jungs, die heute vielleicht nicht so viel Einsatz gehabt haben.
Maxi Hofmann, Thorsten Schick, die dann als ältere Spieler, die schon viel Erfahrung haben, den Jungs heute zur Seite gestanden haben, da auch Gespräche geführt haben und die begleitet haben und dann den ganzen Tag mit dabei waren. Auch das ist extrem wichtig für so eine junge Mannschaft, dass du Spieler um dich herum hast. Trainer, also in dem Fall Trainerteam, mich ausgenommen. Ich habe keine Derby-Erfahrung hier in Wien, sondern die Jungs, die da schon länger dabei sind, die dir zur Seite stehen, die von ihren, ja, die Emotionen lenken können und wissen, was wichtig ist in diesem Spiel. Und ich glaube, das hat heute ganz gut zusammengepasst. Noch eine Nachfrage. Eine allerletzte Frage zur Stimmung. Wir haben, glaube ich, darüber gesprochen, dass gegen Salzburg damals gar nicht so überragend war und fürs Derby wird was anderes erwartet. War es dann so? Ja, klar. Ja gut, gegen Salzburg können wir jetzt eh nicht so viel erwarten, ne? Weil kommt jetzt von der Gegenseite auch nicht so viel. Heute war natürlich der Gästeblock ausverkauft und das Stadion eh komplett voll. Und man hat einfach gesehen, ich habe es dann nach dem Spiel, standen wir lange vor der West und haben dann einfach auch in die Augen geblickt. Wir standen ja sehr nah und haben gesehen, was das den Jungs bedeutet dort, die da alles für den Verein geben. Das war sehr schön zu sehen, sehr emotional. Man konnte sich auch gegenseitig dann in die Augen schauen und sehen, dass man sich da einfach dann, wenn ich kenne jetzt ein paar Jungs, auch von denen, die da in der Kurve stehen, mittlerweile habe ich kennengelernt, obwohl ich noch nicht so lange da war und habe mit denen schon ein paar Gespräche geführt. Und es ging immer nur ums Derby. Egal, was wir gesprochen haben, das ist der größte Wunsch gewesen, dass wir das Derby endlich mal hier in unserem Stadion gewinnen. Und was es den Jungs bedeutet hat, das war einfach unglaublich zu sehen in diesen Momenten nach dem Spiel. Und deswegen bin ich extrem froh, dass wir unseren Fans dann diesen Sieg schenken konnten. Also ich danke auch Trainer. Und wie gesagt, wird hier aufgeschalten und schönen Abend. Und wir sind in der laufenden Saison ohne Gegentor im Derby. Wenn wir wieder mehr Statistik bemühen. Danke. Okay, dann vielen Dank, ciao.